Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Portal Revolution. Letztes Mal haben wir hier vor dem Fahrstuhl aufgehört und haben zum Schluss eine etwas komische Testkammer gelöst. Die war sehr verworren und nicht wirklich linear, die hatte keine wirklichen Zusammenhänge. Emilia hat dann auch einen Joke drüber gemacht, dass hier wirklich das Budget der Testkammern am Ende gewesen sein muss, so wie das Ganze hier aussieht. Und ich würde sagen, wir begeben uns in den Fahrstuhl rein und schauen, was uns da oben erwartet. Ach, das war gar keine Kammer. Ah, okay. Sie hat jetzt praktisch ihre eigenen Tonbänder in der nächsten Kammer gemutet, da sie das nicht mag, sich selbst zu hören. Beziehungsweise da ihre Tonbandaufnahmen aus einer Zeit stammen, mit der sie sich einfach nicht mehr identifizieren kann, was auch in Ordnung ist. Und ihr seht auch, ich habe den Stil des Fadenkreuzes nochmal geändert. Wir haben jetzt den simplen Modus ausgerüstet. Bis jetzt sehen wir wirklich nur die weißen Punkte als Cursor. Ich hoffe, dass wir dann noch die Portale angezeigt bekommen. Ah, das sieht schon mehr nach einer Kammer aus. Oh, du erinnerst dich an die? Most of our tests get updated when we find a critical design flaw. Seems like this one survived the test of time. Das klingt jetzt nicht so vielversprechend. Vor allem nicht, wenn eigentlich Sachen gefixt werden sollten. Naja, gut. Wir kommen hier unten, denke ich mal, weiter, genau. Und die Portale werden uns tatsächlich nicht angezeigt. Okay, dann ist der simple Cursor aber tatsächlich ein bisschen langweilig. Ich dachte, dass man die Anzeigen dann noch bekommt, sobald man die Portale gesetzt hat. Dann würde ich sagen, gehen wir ein bisschen back to the roots, zurück zum Ursprung, und stellen wieder auf den Portal 1-Style zurück. Da haben wir dann auch rechts wieder neben dem Cursor noch den kleinen roten Punkt als Zeichen dafür, dass wir das rote Portal zuletzt gesetzt haben. Ja, das dürfte der schönste und auch spieltechnisch angenehmste Cursor sein. Wir hier hinten noch irgendwo reinlaufen oder irgendwas entdecken? Nee, ne? Nee, okay. Alles klar. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich auch schon ein paar Sachen, die ich in dem Spiel gemisst habe. Wir sind ja im letzten Part zu Beginn noch... Ah, hier fährt sich gerade alles noch hoch. Wir sind ja letztes Mal zu Beginn noch in diesen kleinen Extra-Raum gegangen, den ich im Part davor auch nicht gesehen hatte. Aber ich bemühe mich natürlich trotzdem, alles im ersten Durchlauf zu finden. Testkammer 7 von 8 ist das tatsächlich. Das heißt, das davor hat uns nicht mal wirklich Fortschritt gebracht. Naja, okay. Gehen wir hier in den kleinen Fahrstuhl und lassen uns nach oben befördern. Wir haben hier instant einen Sog. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich es doch nicht als Wind bezeichnen werde, sondern als Sog. Das ist der bessere Begriff, von dem ich im letzten Part gesprochen habe, der mir nicht instant eingefallen war. Aber ich denke, das sollte besser passen. Okay, hier steht auch schon, also hier ist das Ganze auch schon direkt als Nummer 2 markiert. Und wir haben 1, 2, ja, 3 Emanzipationsgritte. Sehr schön. Da habe ich ja schon mega Bock drauf. Wir können uns hier erstmal einen Cube holen, okay. Und können damit vermutlich erstmal den ersten Emanzipationsgrill deaktivieren. Ah, ja, das Ganze hier ist auch als Nummer 1 gekennzeichnet. Wir haben da oben Portalfläche. Gehen wir erstmal da hoch und schauen, ob wir da noch irgendwelche Features zur Verfügung haben. Ja, hier geht es noch hoch. Hier haben wir dann auch noch einen Knopf. Der löst den Gravity Beam aus. Achso. Schön, aber den können wir nicht nutzen. Und hier können wir uns noch einen Cube holen. Alles klar. Dann haben wir da unten noch Portalfläche. Hier auch noch einen Emanzipationsgrill und der Schalter hier deaktiviert den Emanzipationsgrill. Nee, tut er nicht. Er aktiviert den da oben. Ah, und der dreht den Gravity Beam um, also der macht den dann blau. Aber wo sollen wir hier anfangen? Was passiert, wenn ich den Cube sonst wohin befördere? Oh! What? Der fliegt fast da drüben gegen die Wand. Kann ich mir das zunutze machen? Wenn ich da dann schnell ein Portal hinsetze? Ah, nee. Aber
wenn ich hier drin stehe und diesen Schalter hier aktiviere, dann könnte ich den Cube vielleicht so hier reinschleudern. Dann bräuchten wir genau da drüben die Portale, um den Cube hierhin zu befördern. Und dann müsste ich zwischendurch das Portal aber dahin neu setzen. Da habe ich ja auch nicht die Möglichkeit zu, wenn ich hier in dem Raum bin. Wir können hier so obsneaky ein Portal nutzen, aber das bringt uns doch alles nichts. Haben wir hier drin irgendwie einen Weg nach draußen? Portalfläche? Können wir irgendwo langlaufen? Nein. Und hier kommen wir auch nicht durch, oder? Nö. Dann frage ich mich wirklich, ob die Testkammer so gedacht ist oder ob wir uns irgendeinen anderen Shortcut raussuchen sollen. Denn der Emanzipationskrieg hier behindert ja alles. Wir können ja nichts umsetzen, solange der da ist. Holen wir uns den Cube nochmal. Das ist ja scheinbar wirklich der erste Schritt. Ist ja auch extra so nummeriert. Und dann haben wir gerade irgendwo ein Portal gesetzt. Nein, ne? Ich setze sie trotzdem erstmal dahin, wo sie uns nicht beeinflussen, die Portale. Hol mir hier erstmal mit dem blauen Portal den Zugang zum Sog. Und schauen wir mal, kann ich mich da irgendwie mit hochziehen lassen oder so? Nee. Aber ich kann mich so nach oben begeben. Damit ist der Emanzipationsring nach wie vor deaktiviert und wir haben Zugriff auf einen Portal, auf ein rotes Portal, was Sachen zu sich zieht. Der Cube fällt gerade hier nach unten. Das heißt, wir müssen den wahrscheinlich später sowieso mit dem Emanzipationsgrill holen, oder? Ja. Sobald ich den Schalter da betätigen möchte und diesen Emanzipationsgrill deaktivieren möchte, würde ich meine Portale verlieren. Das heißt, es geht noch nicht so einfach. Wenn wir uns einfach auf den Schalter stellen und an den Cube droppen, was passiert dann? Das beeinflusst sich ja überhaupt nicht, ne? Nee. Und den Sog auszunutzen, ändert das was? Fliegt der Cube da vielleicht rein? Vermutlich auch nicht. Schauen. Doch, der wird schon mal da oben hingezogen. Na gut, aber der Sog ist nicht stark genug. Der Cube fällt unverändert nach unten in die Gülle rein. Ja gut. Irgendwie wirkt die Testkammer sehr komisch. Vor allem auch mit dem, was sie davor gesagt hat und dazu noch, dass wir explizit darauf hingewiesen wurden, dass alle Tonbandaufnahmen und Hinweise vernichtet werden, die wir hier bei der Testkammer bekommen sollen. Und dann auch nur, dass die ersten beiden Sachen hier nummeriert sind, also da Nummer 1, da Nummer 2 und ansonsten gar nichts weiter, also weder bei dem Schalter noch irgendwie bei dem Gravity Beam, das verunsichert mich sehr. Wir haben da direkt eine Kamera auf uns gerichtet, auch die ganze Zeit. Das macht mich ziemlich nervös. Wenn wir den Cube bis dahin schleudern, ja, das bringt uns auch nichts, da muss zuerst der Emanzipationsgrill weg, hä? Irgendwie drehen wir uns schon wieder im Kreis hier in der Testkammer. Macht nichts wirklich einen Sinn. Nehmen wir den Cube erstmal mit nach oben. Und aktivieren den Gravity Beam permanent. Aber auch das bringt uns ja nichts. Ich bräuchte ja einen Weg, hier den Schalter zu drücken, um den Cube zu bekommen. Ah, ach so. Ah, okay, okay. Ich habe den ersten Schritt. Alles klar. Wir platzieren den Cube hier unten hin. Da, wo er die ganze Zeit lag. Nutzen hier das orangene bzw. das rote Portal. Wie gesagt, das wird mir im Laufe des Projekts wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, dass ich fälschlicherweise oranges Portal sage, aber ihr wisst, was ich meine. So, dann aktivieren wir den Gravity Beam und dann schleudern wir den Cube da rein. Klappt das? Komm schon, komm schon. Ja, sehr schön. Und jetzt lassen wir ihn einfach nur nach unten fallen. Er bleibt da safe liegen und wir platzieren den Cube hier auf den Schalter. Gut. Das ist der erste Schritt. Sehr schön.
Und danach ist der Rest eigentlich ziemlich einfach. Wo sitzen die Portale gerade? Weiß es nicht. Ich laufe nochmal ganz kurz in den Emanzipationsgrill rein. Okay. Ach, wir haben gerade keine Portale gesetzt. Okay, dann kann ich euch jetzt auch nochmal das vom letzten Part zeigen, was ich im letzten Part schon angesprochen habe. Mit dem Portal 1 Cursor ist es wirklich so, wenn man irgendwo Portalfläche setzen kann, seht ihr? Dann wird er direkt komplett ausgefüllt. Finde ich sehr angenehm. Angenehmer als beim Portal 2 Style. Was hatte ich jetzt als nächstes vor? Jetzt habe ich mich ein bisschen verplappert. Wir aktivieren den Gravity Beam, genau. Nutzen dann da noch ein rotes Portal und holen uns den zweiten Cube ab, würde ich sagen. Ja. Die Frage ist nur, ob wir den zweiten Cube überhaupt brauchen. Ah, doch, brauchen wir. Genau. Den holen wir uns jetzt einfach nur schnell hier hoch. Nehmen den Emanzipationsskill nochmal mit, um hier keinen Fehler zu machen. Bei dem Sog habe ich ein bisschen Angst, nicht, dass wir den Cube auf einmal irgendwo einsaugen und dann ist der einfach gone. Alles klar. So, dann da ein Portal hin. Hier ist nie hier runterspringen. Da ein Portal hin und dann sollten wir es geschafft haben. Richtig? Sieht eigentlich gut aus. Da sollte nicht mehr viel schief gehen können. Alles klar, sehr nice. Good news. I found us an elevator out of here. Nur noch eine Kammer. Nur noch eine Kammer. Aber es sieht auch alles komplett abgeranzt aus hier. Nicht mal mehr die Fahrschulräume sind wirklich schön. Aber ein paar Werbetafeln funktionieren noch. Immerhin. Lebt der Kapitalismus trotzdem weiter. Okay. Das sieht sehr suspekt aus. Wo sind wir hier gelandet? Also letzte Kammer, der Aufzug. Ja. Fall erst recht nicht. Dieser Schacht geht bis ganz nach unten. Ui, ui, ui. Ja gut, ist klar bei solchen Salzminen, dass die sehr weit nach unten gehen. Und wir haben hier ein paar Portalflächen. Das hier scheint die richtige zu sein. Oder? Genau, wir springen hier erstmal runter. Und nutzen dann hier vorne, oder? Nein, das wird nichts, das schaffen wir nicht mit einem normalen Sprung. Wir nutzen hier das Ganze aus. Und, oh Gott! Das hat gerade so funktioniert. Gott, haben wir es denn bald mal geschafft? Das haben wir doch bereits getan bei der Spire. Hä? Letztes Mal hast du gar nichts zugesagt, als wir uns so durch die Luft geschwungen haben. Als ob das jetzt was anderes wäre. Außerdem hat die Situation das gerade erfordert. Wir konnten nichts anderes tun. Hier geht's auch noch nach unten. Alles klar. Testkammer 8 und wir bekommen nicht mal mehr eine Leuchtreklame, sondern einfach nur noch was hier auf die Scheibe geschmiert wurde. Okay. Sollen wir uns hier direkt reinziehen lassen? Ja. Hab selbstverständlich kurz dabei die Luft angehalten, so wie uns das von Emilia letztes Mal empfohlen wurde. Wir haben hier direkt einen Schalter, der direkt die Tür öffnet. Wir können uns hier irgendwoher einen Cube holen. Ah, der fällt darunter. Liegt da gegen die Wand. Das heißt, wir müssen uns hier so oder so erstmal nochmal nach unten begeben, ja? Oh! Ups. Das tut mir leid. Das muss Stirling auf jeden Fall auf die Liste setzen. Das muss repariert werden. Dieser Schalter hier aktiviert eine Lichtbrücke. Oh nein, bitte lass mich nicht wieder irgendeinen Cube mit der Lichtbrücke fangen müssen. Sowas ist echt unschön. So, der Cube fliegt dahin, richtig? Warte. Ach, wir haben hier unten einfach nur nochmal den Schalter. Da fliegt er aber direkt nach ganz unten. Das heißt, wir
Wir machen das Ganze so. Ah. Darf aber auch noch nicht zu früh auf den Schalter. Erst wenn der Cube abgebounced ist, so. Oder doch nicht? Was mache ich denn falsch? Ja, schön. Ja, jetzt habe ich natürlich keine Zeit zum Reagieren, wenn ich da erst schauen muss. So könnte man das vielleicht machen. Er wird geschleudert. Und wir aktivieren die Lichtbrücke. Oh, ich mag solche Rätsel wirklich nicht, wo man den Cube random fallen lassen muss. Zack, zack. Oh, und er ist hier angekommen. Dann wollen wir jetzt eigentlich nur noch mal hier in den kleinen Raum rein. Geht das irgendwie? Ja. Wir haben zumindest da Portalfläche. Und wo noch? Sonst sieht's eher mager aus mit Portalfläche, zumindest in unserer direkten Umgebung. Wir könnten höchstens die Lichtbrücke aktivieren. Und uns dann mit Hilfe dieser in den Raum reinbegeben? Nee, das wird auch nichts. Ist hier oben noch irgendwo eine Lücke? Ja, da könnte man theoretisch durch. Na, wobei, da passt eher nur der Cube durch. Als Spieler wird das wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ja, was haben wir denn noch für Optionen? Wenn wir da hochgehen, mit der Lichtbrücke, das bringt uns auch nichts. Also wenn wir uns jetzt hier praktisch aufbegeben würden. Ich gehe trotzdem mal kurz schauen. Ich lasse den Cube mal hier liegen. Wir kommen hier auf jeden Fall wieder zurück. Ohne Probleme. Auch wenn das für Leute mit Höhenangst vielleicht etwas befremdlich ist, was ich hier gerade mache. Ein Missklick und das könnte alles vorbei sein. Warning, do not touch glass. Ja genau, hier ist auch alles komplett abgeriegelt. Hier kommen wir auch nicht wieder rein. Es ist auch sehr komisch, dass wir die Portalfläche so übel spärlich zur Verfügung haben. Das hier ist die Originallichtbrücke, auf der ich stehe. Das heißt, hier habe ich eigentlich nichts zu befürchten, solange der Cube da unten liegt. Ich kann also etwas rumexperimentieren, aber ich habe keine Fläche frei zum Rumexperimentieren. Selbst wenn ich jetzt... Oh Gott. Wenn ich jetzt hier rüberlaufe, kann ich ja nicht großartig was machen. Oh, was? Dieses Do Not Touch Glass gibt ein Achievement. Ich glaube, das habt ihr in der Aufnahme gerade wieder nicht gesehen, aber wenn man jede dieser Scheiben hier berührt, bekommt man ein Achievement. Und scheinbar gibt es insgesamt 5 Stück davon. Das war jetzt gerade eher Zufall, aber cool. Nettes Detail. Ich hoffe, ich schaffe es wieder zur anderen Lichtbrücke rüber. Ja. Gibt es ja auch im ersten Teil mit dem Zerstören der Kameras. Ja, keine Ahnung. Dann gehen wir erstmal selbst dahin, wo der Cube herkam und schauen da mal nach. Gibt es auf jeden Fall auch noch Wege, aber nach wie vor keine Portalfläche. Drüben nicht. Hier nicht. Ich meine, wir könnten auch versuchen, den Cube da so irgendwie reinzuwerfen. Mit einem gezielten Wurf wird das vielleicht was. Dann wiederum? Hä? Stimmt, bin ich lost? Wieso habe ich mir die Aufgabe mit der Lichtbrücke überhaupt gemacht? Ich kann doch den Cube direkt damit hinschleudern. Kann es sein, dass ich das mega umständlich gemacht habe und die Testkammer wirklich nicht so schlimm ist, wie ich die ganze Zeit dachte? Jetzt war der Cube da eben stuck. Wir probieren es nochmal. Dann fliegt er ja automatisch da oben hin. Warte mal, können wir jetzt einfach for real wieder Glücksspiel draus machen und einfach nur warten, bis der Cube den Schalter trifft? Hier gibt es so viele Variablen dabei. Das könnte for real klappen. Warten einfach immer kurz. Sehen wir auch, wo der Cube ungefähr
ersetzt wird. Wenn ihr immer da links landet, dann brauchen wir es wahrscheinlich nicht lange probieren. Ah, da vorne diesmal. Der Schalter war ungefähr hier, ne? Mal sehen. Ja gut. Damit hätten wir halt schon den Vorteil, dass der Cube sich da oben befindet. Wie kommen wir jetzt aber selbst nochmal dahin? Also ich denke mal nicht, dass es geht, den direkt auf den Schalter zu schleudern. Wo liegt denn der Cube? Kann man das hier sehen? Wie weit kann ich noch zurückgehen? Noch ein Stückchen? Hallo Cube, wo bist du? Keine Ahnung, sollte auf jeden Fall da oben irgendwo liegen. Ah, wait. Ich glaube, ich habe eine Idee. Wir holen uns das, also den Cube nochmal. Ich glaube, es gibt tatsächlich ein paar Schritte, die man einhalten muss, auch wenn das Ganze hier ziemlich random aussieht. Kriegen wir den Cube? Nein, okay. Dann holen wir uns noch einen, wodurch sich das Ganze hier überhaupt nicht auszieht oder so. Und den kriegen wir aber relativ clean, alles klar. Dann wollen wir uns mit Hilfe der Lichtbrücke darüber begeben. Und lassen uns einfach selbst wieder in den ersten Bereich der Testkammer schleudern. Ja. Dann kommen wir hier wieder instant nach oben. Und jetzt sitzen die Portale dementsprechend. Okay, es ist wirklich nicht so schwer, alles klar. Ich hab's nur wieder sau umständlich gemacht. Jetzt warten wir hier einfach nur, bis der Cube kommt und dann... Oh. LOL, man hätte das wirklich machen können mit dem Glücksspiel, oder? Also, kommt, Geist. Das kriegt man bestimmt noch hin, dass der Cube da ein paar Meter weiterfällt. Aber damit haben wir auch die letzte Testkammer für heute mit Bravour abgeschlossen. Ich meine, ich habe den falschen Ansatz gewählt zu Beginn, aber ging trotzdem fit. We've done this before, so be ready to catch me. Jo. We're becoming quite good at this. Elevator is right through here. Oh, da ist der Aufzug. Okay, diesmal warten wir nicht. I'm sure we can stuff ourselves in there. Wir begeben uns direkt in den Aufzug. Never thought I'd miss the car park. We're almost out of here. Ja, wir sind fast draußen. Sehr schön. Nee, wie gesagt, die zweite Testkammer. Ich habe vermutlich den falschen Ansatz gewählt, aber sollte trotzdem gut funktioniert haben. Kapitel 7, die Kollision. Das ist nicht die Oberfläche. Nein, ich glaube, der Fahrstuhl ist nicht stuck, liebe Emilia. Ich glaube, wir werden nun Sterling wiedersehen. Und wir kommen jetzt wieder aus dem Bereich, wo alles nur aus Maschinen und Mechanik bestand und kommen wieder in den Bereich, wo einiges von Pflanzen überwachsen ist, überwuchert ist. Oh, Hallöchen! Let's do this one last time. Reach the surface again. Da band er stickbar eine schöne Anspielung an Videogames generell. Charging up the teleporter as we speak to continue our mission, you so rudely interrupted. What mission? Wir haben nichts frech unterbrochen. You can join us if you want. Join you? With what? I just want to repair the facility. I will pick up the remains of our former central core, reassemble her, and bring her back to life. Wait, who are you talking about? Are you talking about GLaDOS? Oh nein. You want to bring back GLaDOS? Wir haben gar nichts damit zu tun. Yes. Pass auf, Emilia. Is why you gotta switch your capacitors. So that's the sort of guys you normally hang out with. Wir hatten keine Wahl. Do you work with him? Nicht wirklich. Er hat uns befreit und aus dem Hyperschlaf befreit. Ich meine, wir hatten sowieso keine Ahnung, was in der Anlage hier abgeht. Ja, aber dass GLaDOS keine gute Person, quote unquote, ist, das hätte man sich denken können. Beziehungsweise, ich wusste es schon. Unsere Protagonistin, die wir spielen, hätte sich das nicht denken können. Von dem her, naja, uns trifft nicht wirklich die Schuld. Nichtsdestotrotz, wärst du down dafür, ihn aufzuhalten? Ja? Okay. Find's aber schön. Ein schöner Throwback zu der Stelle, zu der wir bereits in Part 3 gekommen sind. Ich glaube, das ist genau dieselbe Stelle hier.
Und jetzt ist es nachts bei diesem schönen Ausblick. Gefällt mir sehr gut. Oh, wir kommen auch hier nicht nach oben, ne? Und auf die Portal Gun können wir auch nicht mehr zugreifen, solange wir Emilia mit uns rumtragen. Wie kommen wir denn hier am besten weiter? Der hier nach oben geht hier nicht mehr. Okay, dann laufen wir einfach hier vorne irgendwo lang, I guess. Ah ja, hier rüber, zack, und dann können wir hier die geplante Route lang gehen, okay. Oh, I shouldn't have looked. Hast du Höhenangst? Oh, solid ground at last. Das ist, also mit Höhenangst in Aperture Science zu beginnen, als Wissenschaftlerin, das ist mutig. At least. Zack, bitteschön. Ich hoffe, sie nehmen uns das nicht übel, aber ich wollte es mit Gladys wirklich nicht unbedingt. Hat es uns am Anfang ja nicht mal direkt erzählt, glaube ich. You're the one who activated the spire. I should have seen that coming. Upsi. Ich glaube, wir haben es uns ein bisschen mit ihr kaputt gemacht. Ich hoffe, sie kann uns verzeihen, wenn wir das Ganze wieder in Ordnung bringen. Aber ob uns das gelingt, das werden wir erst im nächsten Part von... Ja, versucht er wirklich. Mit einer Sache hat er aber recht. Bis wir jemand anderes haben. Nein, bitte sag mir nicht, dass du... Ah, okay. Ja, berechtigte Frage. Oh, ich dachte schon, sie wird jetzt auch machthungrig. Aber nein, sie hinterfragt nur, warum Sterling sich selbst nicht die Krone aufsetzt. Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Und ich kann weiterhin nur sagen, wie das Ganze hier ausgeht, das sehen wir im nächsten Part von Portal Revolution. Auch heute haben sich die Ereignisse wieder überschlagen. Kapitel 7, die Kollision, hat ja auch schon sehr vielversprechend geklungen, als es da eingeblendet wurde. In dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.